Hallo Menschen, heute kommt nochmal als so eine Art kleiner Nachtrag zum Lesemonat Mai meine Rezension zu Was ich euch nicht erzählte von Celeste Ng, was ich als E-Book las. Ich habe ja im Lesemonat schon angedeutet, es ist eine sehr ruhig erzählte Geschichte über eine Familie, aus der plötzlich die ältere Tochter verschwindet. Und natürlich geht es am Anfang schon auch so ein bisschen darum, was nun passiert ist. Ist sie einfach weggelaufen, wurde sie entführt oder eventuell sogar ermordet oder dergleichen. Aber im Kern konzentriert sich die Geschichte viel, viel mehr darauf, dass jetzt durch die Abwesenheit dieser älteren Tochter plötzlich Dinge ans Licht kommen, die vorher die ganze Zeit unausgesprochen blieben. Und neben dieser großen Thematik spricht das Buch auch das Thema Rassismus an. Der Vater dieser Familie ist zwar in den USA geboren, aber asiatischer Herkunft. Und als er damals 1959 eben seine so goldblonde, weiße, ehemalige Studentin heiratete, war das nämlich in Teilen der USA sogar noch verboten. Es geht aber auch nicht nur um so diese großen gesetzlichen Dinge auch, sondern auch viele so kleine, alltägliche, rassistische Begebenheiten eben. Um euch kurz ein Beispiel zu geben, als sie nun beschlossen haben zu heiraten, ist die Mutter der Braut nicht besonders begeistert. Und dann steht hier, es wäre leichter gewesen, wenn ihre Mutter beleidigend gewesen wäre. Es wäre leichter gewesen, wenn sie James frei heraus verletzt oder gesagt hätte, er sei zu klein oder zu arm oder nicht gut genug. Aber ihre Mutter sagte immer nur, es ist nicht richtig, Marilyn. Es ist nicht richtig. Das S ließ sie offen in der Luft zwischen ihnen hängen. Und in der Jetztzeit, als die Tochter verschwindet, sind wir dann 1977. Es geht wirklich gut auch so auf die Veränderung der Menschen ein. Also wir haben eine gut ausgearbeitete Vergangenheit der Eltern. Die sind jetzt nicht nur irgendwie so die Gestalten im Hintergrund, sondern wir erfahren ganz, ganz viel über sie, auch ihre Träume und dementsprechend natürlich auch ein bisschen über enttäuschte Erwartungen oder auch einfach manchmal verpasste Chancen, um euch da auch noch ein Zitat zu geben. Ich hätte das schaffen können, dachte Marilyn. Und die Worte setzten sich in ihr fest wie Puzzleteile und schockierten sie mit ihrer Richtigkeit. Das hypothetische Plusquamperfekt, die Zeit der verpassten Chancen. Tränen tropften ihr vom Kinn. Und das ist auch so eine kleine Realisation, die sie da hat, als ihre Mutter stirbt. Das ist jetzt auch wirklich kein Spoiler, es geht nicht um die Mutter. Da geht sie mal in deren Haus, um das auszuräumen und dann steht hier. In dem Moment fiel es ihr wie Schuppen von den Augen, als hätte jemand es laut ausgesprochen. Ihre Mutter war tot und die einzige lohnenswerte Erinnerung an sie war, dass sie gekocht hatte. Marilyn dachte beklommen an ihr eigenes Leben, an die vielen Stunden, in denen sie Frühstück zubereitete, Abendessen servierte, Brote in saubere Papiertüten packte. Wie konnte man so viele Stunden damit verbringen, Erdnussbutter auf Brote zu schmieren? Wie konnte man so viele Stunden mit dem Zubereiten von Eiern verbringen? Spiegelei für James, hartgekocht für Neff, Rührei für Lydia. Eine gute Hausfrau sollte wissen, wie man ein Ei in 6 einfachen Variationen auf den Teller bringt. War sie traurig? Ja, sie war traurig, wegen der Eier. Wegen allem. Und diese Erkenntnis bei so einer Kleinigkeit, ich meine, sie liebt ihre Kinder wirklich, aber man muss sich das mal wirklich zusammenrechnen. Also so eine Mutter, die für 3 Kinder früh die Brote schmiert und Frühstück macht, wie viel Zeit ihres Lebens die damit verbringt. Und um solche Kleinigkeiten geht es hier sehr viel. Und ich muss sagen, beim Lesen dachte ich zuerst so ein bisschen wie, ja, ist schon interessant, das ist halt so die Familie. Aber wie viel da eigentlich dahinter steckt, das kommt halt erst mit der Zeit heraus. Und ich würde sogar sagen, die Geschichte entfaltet sich gerade in diesen Kleinigkeiten immer, immer größer. Es geht hier eben um einen Familienalltag, in dem nur kleine Dinge nicht stimmen. Und wie gesagt, wir lernen ja auch die Eltern gut kennen, die durchaus auch gute Intentionen für ihre Kinder haben. Aber dieses Bild bekommt einfach immer, immer mehr Risse. Und je länger man liest, desto herzreißender wird das. Zumindest bei mir war das so. Und zwar gerade in seiner Alltäglichkeit. Es könnte halt wirklich jede Familie sein. Also gut, außer die Sache mit dem Rassismus, das ist natürlich nochmal ein besonderer Aspekt. Aber die dahinterstehende Familiendynamik, die ist eigentlich oft banal und gerade deswegen so traurig. Also ich glaube wirklich, dass es hinter jeder zweiten Tür so zugeht. Und diese Kleinigkeiten haben aber auf das Leben dieser Menschen halt einen so großen Einfluss. Also das macht ja teilweise ihr ganzes Leben eben aus. Und das gefiel mir so, so gut, darüber zu lesen. Hat auch die Autorin gut geschafft, es halt irgendwie einerseits so normal klingen zu lassen, aber dann halt so das Besondere ein bisschen herauszustellen. Für mich ist es auch so die Art Alltäglichkeit, die trotzdem sehr nahe geht. Also es gibt Gegenwartsliteratur, die ich ja grundsätzlich sehr gerne lese, aber bei der selbst ich mir sowas sage wie, okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt ein Buch drüber lesen müssen, da hätte ich mich auch mit meinen Freunden treffen können, die erzählen mir quasi dieselben Geschichten aus ihrem Leben. Aber hier war es nicht so, hier fand ich es wirklich berührend. Und da passt auch die Sprache sehr gut dazu. Im Großen und Ganzen ist die eher
unaufgeregt, ohne große Bilder und Metaphern, aber dann gibt es halt in Abständen doch mal so ein tolles Bild, was ein bisschen heraussticht, um euch da auch ein Beispiel vorzulesen. Als sie in der Dunkelheit weiterfuhr, weinte ihr Haar in kleinen Bächen über ihren Rücken. Und das kommt aber nicht sehr oft vor und ich finde, das ist eine perfekte Mischung für diese Art von Geschichte, die erzählt wird. Ja, also im Großen und Ganzen, es gefiel mir sehr gut, ich kann es euch empfehlen. Ich bin mir aktuell noch nicht sicher, ob es jetzt so in meinen Jahresfavoriten kommt, aber es war auf jeden Fall eine gute Geschichte und in Abständen mag ich das halt sehr, mal so diese Geschichten aus unserer Gegenwart einfach zu lesen, die uns nochmal daran erinnern, wie viel hinter jedem einzelnen Menschen eigentlich steckt, selbst wenn es nur der Alltag ist. Und ja, dafür war das Buch wirklich, wirklich gut. Falls ihr mir etwas dazu zu sagen habt, noch irgendwelche Fragen habt, dann bitte in die Kommentare und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.